Im heutigen Tutorium geht es um die Reaktivität von angeregtem Sauerstoff. Sauerstoff in unserer Umwelt hat in der Regel den energetisch günstigeren Triplet-Zustand. Das ergibt sich aus dem Molekülorbitalschema in Kombination mit dem Pauli-Prinzip und der Hund'schen Regel. Alles Stoff des ersten Semesters, jetzt steht mehr das Präparative im Vordergrund. Der angeregte Zustand ist der Singulett-Sauerstoff, hier mit gepaarten Elektronen, abgekürzt als 1O2. Wie können wir diesen reaktiveren Sauerstoff generieren? Zum Beispiel chemisch, indem wir Natriumhypochlorid als Oxidationsmittel für Wasserstoffperoxid einsetzen. Dabei kommt der Singulett-Sauerstoff heraus. Nur hat dieses Verfahren natürlich einen Nachteil, erstens oder zwei Nachteile. Erstens, in wässrigem Medium. Zweitens hat ja bereits das Natriumhypochlorid bei empfindlicheren Substraten auch schon eine gehörige Reaktivität und wird für entsprechende Konkurrenzreaktionen sorgen. Man kann, deswegen macht man es auch häufig, auch den Singulett-Sauerstoff photochemisch erzeugen, indem man photochemisch Energie zuführt. In der Regel braucht man dafür auch noch ein weiteres Molekül, einen Sensibilisator, der Licht aufnimmt und diese Energie dann passend an den Sauerstoff weitergeben kann. Sensibilisator. Und im Prinzip ein Sensibilisator ist auch dieses ausgedehnte Pi-System, das sogenannte Rupren. Es ist als Feststoff, aber auch in Lösung rot gefärbt. Und hat man dies nun in Lösung, dabei Luftkontakt, und lässt es an der Sonne stehen oder bestrahlt es mit einer Lampe, dann wird nach einer Weile eine farblose Lösung entstehen. Was ist passiert? Photochemisch ist der Triplet-Sauerstoff angeregt worden zum Singulett-Sauerstoff und der ist in der Lage, dann als ein Dienophil eine Diels-Alder-Reaktion einzugehen. Hier geschieht eine Diels-Alder-Reaktion. Dabei kommt dann dieses Produkt heraus, das sogenannte Rupren-Endoperoxid. Und weil hier ja, das Pi-System, das große Pi-System nun unterbrochen wird, ist diese Verbindung farblos. Was macht jetzt dieses Rupren-Endoperoxid so interessant? Nun, es findet hier die Rückreaktion statt bei Größe 100 Grad Celsius und dabei wird dann Singulett-Sauerstoff freigesetzt. Dies ist also die Möglichkeit, Singulett-Sauerstoff thermisch zu generieren. Und welche Reaktion kann nun Singulett-Sauerstoff tätigen? Nun, gerade haben wir bereits gesagt, die Diels-Alder-Reaktion. Nehmen wir nun einmal an, wir haben bei dieser thermischen Rückreaktion nun Cyclohexadien als Abfangreagenz dabei, dann würde mit Singulett-Sauerstoff
das Diels-Alder-Produkt entstehen. Und wenn wir dieses nun reduzieren, dann kommen wir zu einem interessanten Endprodukt, nämlich ein doppelt hydroxyliertes Cyclohexen mit beiden OH-Gruppen auf einer Seite des Rings. Ferner haben wir es mit einem Olefin zu tun. Ach, nehmen wir in diesem Fall einfach mal als Grundstruktur Propen. Singulett Sauerstoff kann dann in einer En-Reaktion reagieren . Es ähnelt ein bisschen einer Diels-Alder-Reaktion, nur hat man dann hier nicht eine zusätzliche Doppelbindung, sondern einfach der Wasserstoff, der übertragen wird. Und hier landet dann die Olefin-Funktion. Auch das kann reduziert werden und dann sind wir beim Allylalkohol. Und nicht vergessen sollte man, dass dieser Singulett-Sauerstoff auch mit Tetrahydrofuran oder mit Diethylether reagiert und dann dabei das Hydroperoxid bildet. Das ist weniger präparativ interessant, sondern stellt eine echte Gefahr im Labor dar. Darauf muss man achten, dass bevor man THF einsetzt, absolutiert, einrotiert, klar ist, dass man sich darum gekümmert hat, dieses Hydroperoxid zu entfernen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.